Auch die angetretenen Talente von Jugend trainiert für Paralympics mussten sich heute mit den eisigen Temperaturen herumschlagen. Doch die Stimmung bei den Wettkämpfen für sehbehinderte Schüler und Schüler mit geistiger Behinderung hätte hier nicht weiter von eisig entfernt sein können. Ah, die Stimmung ist faszinierend. Also das ist ja auch das Schöne bei Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics, dass eben die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung mitten in den Wettbewerb der Kinder und Jugendlichen ohne Behinderung integriert sind. Hier stehen die Schülerinnen und Schüler an der Strecke, werden angefeuert. Einfach genial und macht riesig Spaß. Riesenspaß macht es auch dem paralympischen Nachwuchs, auch wenn die Aufregung dem einen oder anderen vor dem Lauf ins Gesicht geschrieben war. Total aufgeregt bloß. Ja. Und hoffe, dass ich nicht hinfalle. Also ich überlege, wie ich das mache, wie ich das durchziehe und dann warte ich, bis ich dran bin. Es ist einfach nur Training davor und dann muss man einfach sich zusammenreißen und durchstarten. Ja, also ich bin sehr aufgeregt und ich hoffe, ich schaffe alles gut. Sobald der Startschuss ertönte, war für Aufregung jedoch keine Zeit mehr. Dann wurde für 1 Kilometer Techniksprint einfach alles gegeben. Und im Ziel, da warteten Freunde und Betreuer auf die teilweise völlig erschöpften Schüler. Und ziehen ihre Laufzeit, 10:49:3 und Julia Hartmann. Ja, sehr gut. Ich bin nicht einmal geflogen und zwar sehr gut. Es lief alles wie erwartet. Wir sind gerade mit dem Deutschen Skiverband ja eng und in einer guten Kooperation, auch von der Strecke her. Wir haben die Athleten, die wir erwartet haben. Wir haben so 3-4 Nachwuchstalente dabei, die auch bei Wettbewerben des Behindertensportverbandes schon aufgetaucht sind. Hier vorne dabei gehabt, die eben auch ihre technische Leistung abgerufen haben. Also vom Grundsatz her alles so wie erwartet, alles gut gelaufen. Johanna, Lena und Sally sind 3 der herausragenden Nachwuchstalente mit Blick auf kommende Paralympics. Dass für sie der heutige Lauf keine große Herausforderung darstellte, sollte niemanden überraschen. Also es war halt schon ein bisschen anstrengend, aber eigentlich war es gut zum Meistern. Das fand ich auch. Es war jetzt auch nicht so anstrengend, es ging eigentlich. Ja, ich fand es sehr spannend mit den ganzen Technikelementen. Es sind zwar sehr eisige Temperaturen, aber wir haben es schnell hinter uns gebracht. Das Gold konnte sich heute allerdings Leonie von der Sehbehindertenschule aus Waldkirch erkämpfen. Auch sie hat gute Chancen, bei zukünftigen Paralympics mitzumischen. Ja, finde ich nicht nur eine Sportveranstaltung, sondern auch ein Miteinander. Also man wird halt auch jetzt auch mit unterschiedlichen Schulen ins Zimmer gewürfelt oder eben auch jetzt, man kriegt auch die von JFO mit. Und das finde ich auch gut, denn dann ist man nicht alle, also wir von JFO sind ja gar nicht mehr so viel und dann sind wir nicht so allein. Und das ist doch fast wichtiger als der einzelne sportliche Erfolg.